Bläulich-violette Hämatome fanden sich am Leichnam von Whitney Houston vor allem an der Innenseite des rechten Oberarms. Michael Zokos zeichnet die Stellen ein. Und jetzt zeigt sich an einem echten Leichnam deutlich, um was es sich bei diesen Hämatomen handeln muss. Es sind Griffspuren. Exakt an der Stelle, an die man greifen würde, um einen Körper in einer Badewanne auf den Bauch zu drehen. Also wenn du bei der Theorie bleibst, dass jemand sie dort unter Wasser gedrückt hat, bis sie sozusagen Wasser eingeatmet hat und dann ertrank, dann weiß man warum. Da ist die Bauchlage einfach die schlechteste, um sich zu wehren.